Jo, von der römischen Tanzkunst, mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, heute geht es um Überlebensrationen. Wir haben jetzt hier 50 Rationssätze drin und das sind 10,5 Kilo. Ja, die werde ich mir heute komplett reinziehen. Ja, mal gucken, wie es so schmeckt. Das müsste eigentlich gepresstes Fett und Kohlenhydrate sein. Und ja, mal gucken, ob es mir danach schlecht geht, ne? Also, das ist mal schauen, ob man das im Ganzen reinziehen kann. Spaß beiseite natürlich. Zoomen wir mal raus aus dem Ganzen. Heute soll es darum gehen, ihr habt es schon im Titel gelesen. Ja, was macht Sinn als Notvorrat anzulegen und vor allem auch, wie lege ich das Ganze an? Ich habe hier mal eine Kiste gemacht, die ist ein bisschen bunt gemischt und leider passt nicht alles rein. Also, wir werden da noch ein paar mehr Dinge gleich noch mitsehen. Ja, warum drehe ich dieses Video? Mir ist es zum einen wichtig, dass ihr natürlich auch wisst, okay, wenn ein Notfall kommt, wie zum Beispiel jetzt haben wir aktuell die Corona-Krise nach wie vor, auch wenn es jetzt wieder alles gibt, ja, wie kann ich noch ein bisschen vorsorgen, dass ich A, nicht auf Not hamstern muss, beziehungsweise es kann ja auch mal eine wirklich noch ernstere Geschichte sein, wie kann ich ja eine Weile lang überleben? Jetzt ist immer die Frage, wie viel nehme ich denn oder wie viel tue ich denn einlagern? Ich habe dann ein bisschen eine persönliche Meinung dazu. Offiziell ist es so, dass man wenigstens 14 Tage um die Runden kommen soll. Ich weiß aus Erfahrung, auch wenn ich mich mit anderen unterhalte, dass sie nicht mal die 14 Tage um die Runden kommen würden von dem, was sie zu Hause einlagern. Von daher, ja, also ich bin der Meinung, ein Vierteljahr sollte man irgendwo hinkommen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ihr müsst für euch selber entscheiden, ja, für wie lange wollt ihr ja, Vorräte da haben. Mir ist es ganz wichtig am Anfang, das muss man natürlich ein bisschen lachen, weil das hat es in der Corona-Krise halt eindeutig gezeigt. Die Leute haben wie blöde Klopapier gekauft. Ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Braucht ihr ernsthaft Klopapier als Lager? Nein, vollkommen unwichtig. Warum? Zum einen, draußen im Wald gibt es Blätter, man kann aus Straußenpups abwischen. Wer in der Stadt wohnt, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Was gibt es da für Alternativen? Ja, man kann sich einen Waschlappen nehmen, einen feuchten. Oder man kann auch, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, auch unter der Dusche einen Pups ausspülen. Also, ja, es gibt Alternativen. Also tut Ihnen Gefallen, wenn ihr Klopapier lagert, lasst den anderen bitte was übrig. Also die Szenen, die teilweise im Supermarkt zu sehen waren, sind echt, also Kopfschütteln wäre eigentlich noch maßlos untertrieben. So, nun ist natürlich die Frage oder die Grundsache, die man sich fragen muss, naja, was kann ich denn lagern? Naja, lagern kann ich eigentlich alle Dinge, die ich sage jetzt mal trocken sind, beziehungsweise in Umverpackungen, wie zum Beispiel Konservendosen sind, die eben auch dadurch lange haltbar sind, weil hier kein Licht und keine Sauerstoff reinkommt. So, das heißt also alles, was gekühlt werden muss, Tiefkühlpizza, was weiß ich, auch was viele gerne essen, macht keinen Sinn, Vorrat zu kaufen. Na, weil ihr müsst immer damit auch rechnen, dass wenn jetzt ein Stromausfall eine längere Zeit ist, na, ich erinnere mich an das schöne Buch Blackout, das kann man euch mal gerne durchlesen, das ist wirklich gut, dann haben wir ein Problem, weil dann haut das Zeug auf und ihr müsst es dann sofort essen und warm machen. Ist nicht Sinn eines Notvorrates. Also fangen wir mal mit dem an. Hier habe ich in dem Fall Frühstücksfleisch. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen nehmen. Gibt es ja 100.000 verschiedene Sorten mittlerweile. Wenn wir jetzt mal schauen, das habe ich glaube ich ein halbes Jahr schon bei mir liegen. Das ist jetzt hier haltbar. Mal gucken, ob ich es rankriege. Ja, sollte man erkennen. Ist haltbar bis Ende 25. Das heißt, das Ganze ist 5, 6 Jahre haltbar. Ich komme dann noch dazu, wie man auch ein System aufbaut, dass man sozusagen Dinge verbraucht und auch wieder neu kauft. 5 Jahre, riesengroßer Zeitraum, Top-Geschichte. So, nun will man natürlich das nicht alleine essen. Also macht es natürlich auch Sinn, ein bisschen Brot da zu haben. Und da kann ich nur euch empfehlen, ich habe jetzt in dem Fall mal hier Pumpernickel, ja, mit einem interessanten Logo. Warum? Auch hier wieder verschlossene Dose, hält sich einfach länger als normales Brot. Na, das ist selbst der beste Bäcker kriegt es natürlich nie hin, ohne so eine Verpackung, dass das Brot lange hält. So, und jetzt sehen wir mal hier, wir haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum 2022, November 22. Ich glaube, das habe ich auch so ungefähr vor einem halben Jahr geholt. Also,
Ja, es lagert sich auch, muss man zusagen, das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ganz wichtige Geschichte, Mindesthaltbarkeit. Das heißt, es hält auch deutlich länger als draufsteht. Jetzt mal unabhängig vom Lagern, auch wenn ihr normale Produkte habt, kostet sie, probiert sie, sind sie noch gut, statt die sinnlos wegzuschmeißen. Das ist wirklich eine Bitte von mir, weil es wird so viel Essen weggeschmissen, vollkommen sinnfrei. Und auch wenn das immer so ein super schlauer Spruch ist, aber es ist wirklich so, andere Menschen müssen hungern auf der Erde. Ne? Also das ist, und hier schmeißen wir es sinnlos weg. Ja, bleiben wir bei den Nahrungsmitteln. Was kann ich euch auch empfehlen einzulagern, ist Öle. Zum einen lagern sich auch eine ganze Weile. Man muss sie vielleicht ab und zu mal schütteln, dass ein bisschen sich das nicht absetzt. Sind aber auch relativ lange haltbar. Wir können mal drauf schauen. Aber ich glaube, hier steht, da habe ich den Zettel abgemacht. Das war natürlich super schlau. Kein Haltbarkeitsdatum drauf. Warum Öle? Ja, viele Kalorien. Man kann, es ist auch eine Würzung für, wenn man eine Suppe warm macht oder im schlimmsten Fall, ihr könnt auch einfach nur heißes Wasser und einen Schluck Öl rein. Ja, also es gibt erstmal Flüssigkeit und sättigt auch. Ja, also das ist so das Extrembeispiel, aber top. So, dann, ja, ihr werdet es schon ahnen, natürlich, ich habe eine große Kiste ein bisschen hier, das passt gar nicht alles rein. Konservendosen. Hier ist natürlich der Punkt, macht natürlich Sinn, verschiedene Sorten zu nehmen, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Hier habe ich natürlich einen riesen Vorteil, dass ich Flüssigkeit und Essen im Endeffekt in einem habe. Hier habe ich zum Beispiel Jägerhackbällchen, die sind haltbar, seht ihr, 2020, dieses Jahr. Deswegen, das muss, also sollte ich dieses Jahr eben mal verzehren und was Neues holen. Worauf achte ich hier bei den verschiedenen Sorten? Dass es auch, ich sag mal, eine gewisse Kalorienanzahl mitbringt. Das klingt jetzt auch wieder, aber ihr dürft immer nicht vergessen. Es gibt, ich hatte zum Beispiel, was ich auch davon gerne esse, sind so die chinesischen Suppen. Die sind lecker, die sind nicht so kalorienhaltig, gerade wenn man auf Arbeit ist und noch ein bisschen arbeiten muss. Also ich arbeite im Büro, muss ich dazu sagen. Ist es natürlich ganz praktisch, ja, wenn man nicht so einen vollen Magen hat. Ist natürlich in so einem Fall bescheuert, weil wenn so eine Dose 150 Kalorien hat, wie viele Dosen soll ich denn am Tag davon essen? Ne? Also die Lagermöglichkeiten habe ich gar nicht. Hier habe ich als Beispiel, es sind zwei Portionen drin, auf 433 Kalorien, das heißt in 800 Kalorien, das ist fast eine halbe Tagesration, nur die eine Dose. Also macht Sinn, ich stelle die mal rüber, seht ihr wahrscheinlich nicht mehr, gut doch, das mit Einzellagern. Dann, ganz, ganz wichtig natürlich, das ist A und O und auch das, was die meisten natürlich als Problem ansehen, ist das Thema Trinkwasser. Also ich kann euch sagen, ich habe immer mindestens 10 Kästen da. In so einem Kasten sind, glaube ich, 12 Liter. Das sollte eigentlich so das Minimum sein, was da ist. Es gibt natürlich auch größere Flaschen in Sixpacks, 1,5 Liter. Da könnt ihr ein bisschen Platz sparen. Ne? Ja, wer natürlich zur Miete wohnt, schwierig, aber ihr müsst, also ihr müsst, was ihr müsst, ihr solltet echt den Platz euch schaffen, um das einzulagern. Das halte ich mit am allerwichtigsten. Ohne Wasser kann der Mensch überleben. Jetzt komme ich aber gleich noch dazu. Was ist denn, wenn ich jetzt nicht so die Möglichkeit habe, das einzulagern? Jetzt muss ich noch ein bisschen meiner Kiste kramen. Hier habe ich es. Das ist eine Sache, die ihr auch frei verkäuflich mittlerweile bekommt. Ich habe jetzt die Tüte nicht umsonst groß beschriftet. Wasserreinigungstabletten, keine Bonbons. Na, falls ihr Kinder habt oder vielleicht auch mehrere Leute versorgen müsst, nicht, dass sie denken, das ist ein Bonsel, was sie sich in den Mund stecken können oder ein Arzneimittel oder irgendwas. Die sind nicht gesund, diese Geschichten. Das wirklich nur im Notfall nutzen. Wie kann ich, oder andersrum, alternativ, wie kann ich denn Wasser auch reinigen? Ja, wie man es im Mittelalter gemacht hat. Man hat das Wasser zum Beispiel erkocht, ne, bis es erwärmt, bis es im Prinzip kocht, hat es wieder abkühlen lassen. Durch diesen Kochvorgang stirbt schon eine ganze Menge Keime ab. Zweite Geschichte. So. Hier geht es natürlich bitte nicht von dem Whisky hier aus, aber Alkohol. Ein kleiner Tropfen Alkohol im Wasser tötet schon eine ganze Menge Keime ab. Man hat früher im Mittelalter ganz viel Leichtbier und auch Leichtweine getrunken. Die hatten so einen halben Prozent oder 1% Alkohol maximal. Das heißt, man ist davon nicht leicht betrunken ja, geworden, aber man hat eben damit die Keime abgetötet. Haben übrigens auch die Kinder zu trinken bekommen. Also das ist jetzt nicht dramatisch. Ihr sollt natürlich bitte jetzt nicht euren Kindern Alkohol geben. Na, das ist ein Notfall. Na? So, gut, die Flasche ist natürlich ein schlechtes Beispiel, die kostet 120 Euro. Also man kann auch billigen Alkohol natürlich selbstverständlich nehmen. Kombiniert man das Ganze, tut es erst erhitzen, runterkühlen lassen, wieder auf Normaltemperatur, dann einen Schluck Alkohol rein.
Das ist so mein persönliches, wo ich sage, das ist eigentlich das Optimum, um Bakterien zu töten, ohne Chemiekeule. Ja? Also das soll bitte auch wirklich selbst dann für den Notfall sein. Aber damit kann ich eben auch einiges aufbereiten. Ja, hier soll man sich danach eigentlich einen Arzt aussuchen. Ja, im großen Notfall, da einen Arzt zu finden, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. So, da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Wenn ich Sachen zu mir nehme, die vielleicht eine Chemiekeule irgendwo beinhalten, macht es natürlich Sinn, Kohletabletten dabei zu haben. Weil Kohletabletten bewirken im Prinzip, dass die Giftstoffe aus dem Körper ausgeschieden werden, ne, abtransportiert werden. Also sollte man sowieso immer im Haus haben, unabhängig von dem Notfall. In so eine Notfallkiste bzw. ein Notfalllager gehört das natürlich mit rein. Wenn wir gerade bei Tabletten sind, machen wir auch gleich mal weiter, dann hole ich die mal alle raus hier. Das ist eigentlich ein bisschen anders geplant, das Video, aber naja, man ist ja flexibel, ne? So, was sehe ich gerade? Eins fehlt mir noch. Hier ist es. So, ich habe zum einen jetzt hier mal Paracetamol mit drin. Das sind einfach ja, kleine Schmerztabletten bei Fieber und Schmerzen, um einfach auch frühzeitig Krankheiten zu bekämpfen. Weil man muss immer eins sehen, es gibt nichts Schlimmeres als ich habe einen Notfall, kaum Versorgung und bin krank. Das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, weil der Körper natürlich aufgrund der geringen Nährstoffe, die ich auch da habe, sich auch schlechter selbst verteidigen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und was habe ich auch immer mit da, sind Ibus. Hier bitte echt prüfen, ob ihr eine Verträglichkeit dafür habt. Also es gibt auch Menschen, die da unverträglich dagegen sind. Punkt ist auch, es ist nicht für Kleinstkinder gedacht. Also ne? Das sind jetzt so, glaube ich, mit die stärksten, die es frei auf dem Markt zu kaufen gibt. Es gibt noch deutlich stärkere, aber wie gesagt, das ist auch kein Spielzeug. Ne? Also ja, aber ist auch schmerzhemmend, bekämpft im Prinzip die Schmerzen. Und ja, was soll man hier noch draufstehen? Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber. Ja, also ich muss sagen, ich nehme die eigentlich ganz gerne, wenn man wirklich irgendwas hat, weil die helfen. Aber das ist bei mir so, jeder ist da ein bisschen anders. Dann was Neutrales, Vitamin D-Tabletten. Vitamin D erzeugt eigentlich der Körper selber, wenn ich draußen an der Sonne bin, ne, durch die Haut. Aber ja, wenn ich natürlich einen Notfall habe und vielleicht nicht raus groß kann oder in einem, ich übertreibe es mal, in einem Bunker vielleicht feststecke, dann brauche ich das dringend. Ne? Das ist wichtig. Dann haben wir Eisen und Vitamin C. Das ist auch noch ein bisschen die Ergänzung. Ich selber habe einen Eisenmangel, deswegen ist das für mich natürlich schon wichtig. Ich werde nicht leider davon sterben, aber es hilft mir natürlich auch gesund, sage ich mal, zu bleiben. Es gibt noch eine ganze Menge andere Geschichten. Ihr müsst für euch selber gucken, auch vor allem schauen, was bei euch selber, sag ich mal, im Körper fehlt, wo ihr vielleicht auch einen Mangel oder was habt, der mal ärztlich nachgewiesen ist, dass natürlich diese Dinge bei euch lagert. Das ist jetzt das, was ich jetzt hier da habe. Ne? Auch hier, man kann es natürlich maßlos übertreiben. Schaut, was für euch eben sinnvoll ist. Ich nehme das jetzt mal ein Stück rüber, damit wir hier Platz haben. Weil wir gerade bei Medikamenten sind, jetzt muss ich doch mal so weiter ausholen. Einmal Desinfektionsmittel. Ja, jetzt in der Corona-Zeit natürlich maßlos überteuert. Ja, aber ich finde es schon wichtig, dass wenn ihr eine Wunde oder irgendwas habt oder dass man ein bisschen Wundentdesinfektion auch da hat oder irgendwo Keime sind, dass man ein bisschen was sauber machen kann, finde ich schon wichtig. Und ich habe Jod mit da. Ja, und jetzt muss ich mal hinter die Kiste greifen, weil wie gesagt, es passt alles nicht rein. Ein Verbandskasten. Warum? Ja, Kompressen, Pflaster, so Kleinigkeiten, um auch Wunden zu versorgen, sollte man mit da haben. Warum habe ich einen Autoverbandskasten jetzt genommen? Ihr müsst ja sowieso alle ein paar Jahre, ich weiß jetzt gar nicht wie, da müsst ihr es nochmal nachschauen, vielleicht blende ich es auch ein, müsste ja der erneuert werden. Wenn der einmal aufgerissen ist, ist übrigens auch kein Produktionsdatum mehr zu erkennen, müsst ihr nämlich sowieso einen neuen kaufen. Ja, was mache ich mit den alten? Warum soll ich den denn sinnlos wegschmeißen? Der ist eigentlich nämlich noch gut. Und von daher tue ich den mit in mein Notlager. Na, wir haben hier eben Kompressen drin, verschiedenes Verbandsmaterial. Manchmal auch Desinfektionsmittel, ist heute eher selten. Also hier war keins drin. Es ist aber auch eine Schere drin, dass ich was zuschneiden kann, eine Rettungsdecke. Auch teilweise ja, kleine Klebstoffe und auch Desinfektionstücher und solche Geschichten. Also das auf alle Fälle. Na? So, und so schlage ich doch mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich schmeiße nicht sinnlos weg. Und ja, das hat seinen Nutzen noch sozusagen. Gut, räumen wir das mal mit weg.
So, weil wir gerade bei den Hygienesachen sind, nehmen wir noch gleich Seife. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ich finde es schon wichtig, irgendeine Seife oder Lauge, irgendwas mit im Hause zu haben oder in der Wohnung zu haben, um einfach natürlich auch reinigen sich zu können. Ne? Ja, man kann jetzt hier auch Waschmittel und weiß der Geier was alles lagern. Ich sage mir, zum Waschen zur Not, vielleicht auch das. Na, Wasser, ein bisschen Seife, kann man sich erstmal grundreinigen, damit man natürlich auch keine Krankheiten oder die Krankheiten natürlich auch ein bisschen vorbeugt. So, das räumen wir mal beiseite. Jetzt überlege ich noch, was wir noch an Medikamenten haben. Eigentlich nichts. Was ich natürlich noch ein bisschen wichtig halte, ist auch so Batterien. Habe ich jetzt mal zwei verschiedene hier einfach als Beispiel mit hingelegt. Ja, es kommt natürlich auch darauf an. Für was brauche ich die? Zum Beispiel für eine Lampe. No? Da brauche ich zum Beispiel die hier. Also sollte ich ein bisschen vorrätig haben. Ja, das man auch in der Not. Was mir gerade dazu einfällt, ist natürlich auch, ihr könnt natürlich auch Kerzen lagern. Dann nehmen wir jetzt mal hier das als Beispiel, die Teelichter. Um natürlich auch, wenn wir keinen Strom haben, abends ein bisschen Licht zu haben. Beziehungsweise auch vielleicht, um die eine oder andere Sache zu erwärmen. So, und da komme ich eigentlich schon zum nächsten, was ich wichtig halte, nämlich Erwärmungsmöglichkeiten. So, das lege ich mal beiseite. Ist auch, kommt dann alles noch dran. Da haben wir zum einen natürlich die guten alten Streichhölzer. Ich habe jetzt mal so ein Paket hier ein bisschen gepackt. Hier ist schon, ihr seht es schon, auch wenn ich das eigentlich nochmal extra auffüllen will, ein S-Pit-Brenner mit dahinter. Also solche kleinen Brennstofftabletten, die man in so ein Metallgerüst reinspannt. Also Streichhölzer. Wenn ihr rankommt, bestmöglich natürlich diese Militärstreichhölzer, weil die zünden überall und sind auch ein bisschen nässeresistent, ne, weil die so wieder eine Wachsschicht nochmal drüber haben. Finde ich richtig genial. Aber zur Not geht es auch ohne, sage ich mal, die Geschichten. Aber wichtig, Erwärmung ist immer ganz, ganz wichtig. Klar, wer natürlich jetzt ein Notstromaggregat zu Hause hat und einen Herd und unabhängige Herdplatte oder sowas hat, geht auch, ne? Aber ihr müsst immer damit auch rechnen, es gibt vielleicht irgendwann kein Benzin mehr. Ne? Also deswegen sollte man das als Alternative auf alle Fälle mit da haben. Weil ich sage mal, im Wald ein bisschen Holz sammeln und eine kleine Feuerstätte machen, das kann, glaube ich, jeder. Ne? Man muss es bis irgendwie entzündet kriegen. Kann man sich auch so einen Feuerstein übrigens zulegen, gibt es auch alles heutzutage. Also ja. Jetzt habe ich nochmal so einen S-Bit-Brenner, der hier ist aus Polen, aus dem polnischen MRE. Den finde ich eben schön stabil. Ich packe ihn jetzt aber nicht aus. Und ihr seht eben, wie es funktioniert. Ne? Aufbau. Die Tablette rein anzünden und dann den Topf drauf. Wie gesagt, Erwärmung oder alternativ auch, wer an sowas günstig rankommt. Meistens sind die in Paketen mit drin und ich ja, sammle die momentan, weil ich sie in der Wohnung sowieso nie austesten kann und will. Und solltet ihr übrigens bitte auch nicht im Notfall machen. Also, wenn dann wirklich draußen auf dem Fensterbrett und Fenster zu. Weil diese Heater, hier ist eine Chemie drin, die reagiert mit Wasser, wird auch wirklich heiß, das muss man zusagen, und es entstehen Dämpfe, die nicht gesundheitsfördernd sind. Also, wenn ich drei Mahlzeiten am Tag oder vier vielleicht warm mache mit der Familie zusammen, dann sterbe ich vielleicht an den Gasen, aber nicht an Hunger. Also, ja, Vorsicht an der Bahnsteinkante. So, jetzt haben wir eigentlich das alles durch. Was habe ich noch in meiner Kiste drin? Was lässt sich denn gut lagern? Oder was ist wichtig zu lagern? Kalorien. Ich habe jetzt mal Erdnussbutter als Beispiel hier genommen, weil es ordentlich Kalorien hat. Wenn wir überlegen, haben wir 350 Gramm drin. 100 Gramm haben 600 Kalorien. Also hier, das ist dicke in einer Tagesmahlzeit in einer so einer Dose drin. Ne? Haltbarkeit, ja, hier muss ich ein bisschen Einschränkungen machen. Ist hier Februar 21. Ich habe aber, wir können mal gucken, vielleicht verlinke ich es auch unten mit in den Vietnam-Ding reinschauen. Mein Gott, also in mein Verkostungsvideo, wo ich Dosen aus den Vietnamkriegszeiten verkoste. Die sind teilweise 60 Jahre alt und die Erdnussbutter war so mit das, was noch essbar war. Was war dort komisch? Oder was war dort? Es hat sich oben so ein bisschen Wasser abgesetzt. Es war kein Genuss mehr, aber es war noch essbar. Wäre hier wahrscheinlich nicht anders. Von daher würde ich das Mindesthaltbarkeitsdatum hier mal in Frage stellen. Also es ist länger haltbar. So, stelle ich mal beiseite. Dann alle Sachen, die mit Zucker sind. Honig zum Beispiel. Das ist jetzt selbstgemachter von mir. Deswegen ist kein Etikett drauf. Kann man auch gut lagern, muss man ab und zu mal vielleicht umrühren, aber alles, was Zucker ist, hält sich eigentlich fast ewig. Und da sind wir eigentlich beim nächsten Thema. Jetzt hole ich mal die große Tüte, damit die auch mal vom Tisch verschwindet. So, jetzt räume ich das mal hier rüber. Ich habe verschiedene Getränkepuder drin, Zucker, Kaffeeweißer, Kaffee.
Also ihr solltet natürlich, ich meine, reines Wasser reicht hier in der Notfall zu, aber ein bisschen Geschmack kann nicht schaden, ne? Punkt 1. Punkt 2, wir haben auch ein bisschen Zucker und so eine Sachen drin, die im Endeffekt auch ein bisschen Kalorien bringen. Also kann nicht schaden, sowas einzulagern und das Zeug hält wirklich unendlich. Also sagen wir mal 30 Jahre. Ne? Also ich habe jetzt hier auch 80 Jahre Kaffee noch teilweise dazwischen, den kann man immer noch trinken. Ne? Ja, dieser Trockenkaffee ist kein Genuss, aber in der Not leckt ihr euch die Finger danach. Das räume ich mal beiseite. Ja, man kann natürlich auch alternativ normalen Kaffee lagern, aber da haben wir wieder das Thema Lagermöglichkeiten. Schmeckt natürlich deutlich besser. Ne? Aber ist so eine Geschichte, es gibt immer wieder welche im Angebot. Klar, warum soll man das nicht ein bisschen einlagern? So, das räume ich mal hier hinter. Jetzt wird es nämlich langsam eng hier auf dem Tisch. Dann stellvertretend zum Thema Zucker auch wieder ein bisschen Süßkram. Ja, um einfach ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Und wenn ihr Kinder habt, die sind euch dankbar, wenn ihr auch im Notfall vielleicht mal eine kleine Süßigkeit immer die Woche gebt. Das hält, glaube ich, die Stimmung ein bisschen hoch. Also, jo, stellvertretend kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. So, jetzt ist mein Karton fast leer. Dann räume ich den mal weg. So, zack. Was habe ich jetzt hier noch drinne? Ich habe jetzt so richtige Notfallnahrung noch hier drinne. Die ist natürlich absolut kein Genuss und das ist auch mal so das Letzte, was man angreifen sollte, weil das ist wirklich das, was draußen draufsteht, nämlich gepresstes Fett und Zucker im Endeffekt. Diese kleine Box hier mit 500 Gramm hat 2415 Kalorien. Hier werde ich noch ein Verkostungsvideo irgendwann dazu machen, wo ich mal eins aufmache. Ja, es ist für einen Notfall gedacht. Könnt ihr auch gut mitnehmen, wenn ihr jetzt irgendwie wandern geht oder irgendwas. Oder also ich sage jetzt mal, normales Wandern, Extremwandern in den Alpen oder so. Dass ihr einfach, wenn ihr irgendwo festhängt oder nicht weiterkommt, dass ihr einfach euch ernähren könnt. Ne? Wenn ihr zwei, so drei so Dinge mit habt, kommt ihr 2, 3 Tage hin. Ne? Also das ist an sich eine coole Sache. Schweineteuer, muss ich ehrlich dazu gestehen. Also so ein Ding kostet teilweise 10, 15 Euro. Guckt, dass ihr es irgendwo mal günstig ersteigert oder in einem größeren Paket irgendwo mal mit dazu kriegt. Weil es ist schon, steht neben Verhältnis. Dann, was lässt sich noch gut lagern, das hätte vielleicht doch ein bisschen mit am Anfang gepasst, sind natürlich Nudeln und Reis. Das haben die Menschen auch erkannt. Okay, jetzt geht gerade meine Gesichtserkennung an, warum auch immer. ja, das haben die Leute auch erkannt. Also Nudeln wurden ja auch gekauft in der Corona-Krise, wie Warnis. Kann ich hier auch nachvollziehen, weil das lagert sich echt ewig, weil es trocken ist und ja, es schmeckt halt auch. Ne? Hier habe ich jetzt mal Spaghettis von wo ich immer bestelle. Die kommen direkt aus Italien, sind super lecker, kann ich euch echt empfehlen. Also Fattoria La Viala könnt ihr gerne mal aufrufen, ohne jetzt Werbung zu machen zu wollen. Haben echt super Sachen. Ist ein bisschen teurer, aber die machen alles selber und Bio. Echt geile Sachen. So, das lege ich beiseite. Ihr könnt natürlich auch genauso Reis lagern. Ist genau das gleiche oder ein bisschen auch beides, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Und was habe ich auch immer da? Haferflocken und ja, solche Geschichten. Es gibt halt einfach Kraft und es sättigt. Ne? Also früh ein bisschen Haferflocken und Milch. Jetzt kommt das Punkt, Milch kann ich nie lagern. Was kann ich aber lagern? Jetzt müsste ich nochmal in meinen doch nochmal ein Tütchen holen. Zum Beispiel haben wir es hier, Kaffee Weißer. Ne? Also das könnte ich, ne, Kaffee Weißer sogar. Wenn ich so einen auch nehme, es gibt auch direkt, ich glaube die Amis haben das ganz viel und die Briten, dieses Non-Dairy hier, Milchpulver, das geht auch. Also zur Not geht es auch. Ja, ne? So. Und was habe ich hier noch liegen? Einmal habe ich jetzt hier ein MAE. Na klar, wer natürlich das Geld und die Lagermöglichkeiten hat, da kann sich natürlich auch MAEs fertig kaufen und nur daraus leben. Ja. Ich sag mal so, wie es ist. Es ist einfach hier wirklich eine Geldgeschichte. Na, wenn ich überlege, so eine ME kostet, ja, wenn man es jetzt momentan so zwischen 8 und 10 Euro, sage ich mal, plus Versand, hier ist drin eine Mahlzeit, das reicht definitiv nicht für den ganzen Tag. So, wenn ich jetzt die Konserven als Beispiel nehme, wenn so eine Dose eben, was ich 2 Euro kostet, 2 Dosen am Tag komme ich dicke hin. Na, also, na, es ist einfach eine Preis-Leistungs-Geschichte. Ich habe hier kein Wasser nicht dazu, also, Ich mag solche Sachen auch als Notvorsorge, aber wie gesagt, es ist einfach eine Geldgeschichte. Und ja, das ist eher was, wenn ihr auf Tour unterwegs seid oder irgendwo hin müsst, dann nehmt ein paar so Dinger mit, natürlich besser zu schleppen als den ganzen Rest. Zum Thema noch, ja, wie kann ich das Wasser auch sauber halten? Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einen Keller habt, die Lagermöglichkeiten habt, natürlich auch zum Beispiel Wein lagern. Jetzt habe ich immer mal einfach irgendein Beispiel rausgenommen aus meinem Weinregal.
Könnt ihr wirklich verdünnen bis auf 1-2% und es hat Geschmack und bringt Kalorien noch mit. Ne? Also so eine Flasche hat 750 Kalorien, glaube ich, auch wenn es nirgendwo draufsteht. Also ich sage immer so pro Glas 12 Kalorien ist realistisch bei Wein. Und ja, tötet eben auch die Bakterien ab. Könnt ihr schon Bier oder irgendwas nehmen, aber braucht noch mehr Lagermöglichkeiten. Ne? Je hochprozentiger, desto weniger Platz brauche ich. Ne? Das haben wir, was ich noch vergessen habe, ihr könnt euch auch Kartoffeln einlagern, wenn ihr einen gut klimatisierten Keller für solche Geschichten habt. Ich habe keinen, deswegen ist das für mich keine Option. Ich habe es mal probiert in der Wohnung, das hält sich nicht lange. Also das fängt schnell an zu treiben, weil es einfach zu warm ist. Und das macht keinen, für mich persönlich jetzt keinen Sinn. Da macht es natürlich auch Sinn, stellvertretend für Werkzeug, also Essenswerkzeug. Dass man so ein ja, mobiles sag ich mal, Essbesteck hat mit Messer, Gabel und Co. Dass man ja auch flexibel ist. Ist sind aber so kleine Gadgets, wo ich sage, die brauche ich nicht zwingend. Aber ein Messerchen, ein Taschenmesser zu haben, kann immer praktisch sein. Na, jetzt geht es wieder nie rein hier. So, zack. So, das lege ich mal beiseite. Und was habe ich noch hier? Das ist jetzt ein Klappspaten, ja, einfach ein bisschen Arbeitswerkzeug, um vielleicht auch mal ja, was machen zu können draußen in der Natur. Das soll einfach nur als Beispiel dienen. Gibt es natürlich zigtausend Möglichkeiten. Klar, wenn ein richtig großer Notfall ist und ich draußen vielleicht auch jagen gehen muss, eine Ente oder irgendwas, dann macht es natürlich auch Sinn. Ich habe vielleicht einen Bogen, eine Armbrust, irgendwas. Passt da bitte auf, es sollte natürlich legal sein. Ne? Also, nicht, dass ihr hier das Lager voller Schusswaffen habt. Ich sage immer, wenn es so weit ist, dass sowas eingesetzt wird, dann bringt euch die ganzen Nahrungsmittel überhaupt nicht mehr. Aber wenn ihr mit der Knarre vor der Türe steht, ist schlecht. Ne? Und so weit wollen wir es ja auch nicht gar nicht denken. Da ist sowieso alles wieder ganz, ganz anders, wenn so ein extremer Fall eben eintritt. Ja, so viel zu dem, was ich jetzt lagere momentan oder auch lagern würde, was Sinn macht, wo man sich akut ernähren kann. Ich sage, das größte Problem ist wirklich das Thema Wasser. Da habe ich heute euch ein paar Möglichkeiten genannt, wie das am besten geht. Jetzt kommen wir zu dem Thema, naja, wie lagere ich das Ganze? Natürlich möglichst an einem kühlen, trockenen Ort, also Keller natürlich am besten. Wer keinen Keller hat, dann muss oder sollte sich eben einen Raum suchen, wie zum Beispiel Schlafzimmer oder wie auch immer, wo ich ja, vielleicht einen Schrank habe, wo ich das reintun kann, wo es lichtgeschützt ist. Und wo es einigermaßen kühl ist. Ne? Meistens tut man das Schlafzimmer ja nicht so extrem heizen wie das Wohnzimmer zum Beispiel. Dann ist auch die Frage, wie lagere ich das Ganze? Ich nehme jetzt mal einfach hier die zwei Dosen. Oder wie baue ich mir ein sinnvolles System auf? Ich würde natürlich erstmal verschiedene Regale haben oder verschiedene Böden, wo ich sage, okay, hier kommt Arznei hin, dort kommt Konserven hin, dort kommt Brot hin, dass man ein bisschen unterteilt, dass man nie alles verramscht hat und ewig sucht. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich lagere natürlich so, dass ich sage, okay, das, was zuerst verbraucht wird, muss vorne hin oder oben hin oder oben und vorne hin. Wenn ihr im Supermarkt arbeitet, brauche ich euch nicht erklären, weil die können das perfekt, weil die machen das nämlich im Endeffekt nie anders, damit die alte Ware nach vorne kommt, die neue nach hinten. Warum? Naja, klar, dass der Supermarkt möchte natürlich nicht das Zeug sinnlos wegschmeißen, weil sie es müssen, weil es über dem MHD ist. Ja? Also Mindesthaltbarkeitsdatum. Ihr Kleiner, bitte an euch, hört bitte auf, Dinge aus dem Supermarkt hinten aus dem Regal zu nehmen. Ganz ehrlich, wenn das alle machen, das funktioniert nicht. Ne? Da wird alles sinnlos weggeschmissen. Und die Dinge sind halt länger haltbar, als draufsteht. Also bitte mal gefallen, nehmt von vorne, tut dem Laden einen Gefallen, tut euch einen Gefallen. Das ist einfach, das gehört sich nicht. Ist aber meine persönliche Meinung. Verbieten kann es euch keiner, aber ne? So. So viel zum Thema Lagern. Was hat das für einen Effekt natürlich? Ja, ich nehme das Frische weg, schiebe das nach vorne, tut das neu gekauft dahinter stellen. Und so habe ich automatisch, wenn ich das bei allen Sachen mache, ein rotierendes System. Es macht weniger Arbeit, als ihr glaubt. Weil der Punkt ist einfach der, wenn ich einmal im Monat, ne, mir mal eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit nehme, maximal, und alles durchgehe und gucke, was ist denn noch wie haltbar, habe ich ein optimales System. Jetzt kommen wir zum Thema Kosten. Da habe ich auch schon gehört, oh, weißt du, was das kostet, so ein Riesenlager aufzubauen. Ich sage, eigentlich kostet es nur einmal etwas. Warum? Ja, ich muss am Anfang natürlich erstmal starten, da muss ich Geld in die Hand nehmen. So, und deshalb auch hier wieder, na klar, die Konservendosen sind günstiger als die MAs. Na, Tipp hier, fangt mit sowas an. So, jetzt habe ich aber ein rotierendes System.
Naja, wenn ich natürlich eine Dose habe, die wie die hier, die 2020 Mindesthaltbarkeitsdatum hat, dann muss ich die eben auch mal essen. Und das kann ich auch in Nicht-Notzeiten machen, dass ich eben sage, okay, ich nehme so eine Dose mal mit auf Arbeit oder mittags mache ich mir mal so ein Döschen warm und kaufe aber beim nächsten Einkauf was Neues, schiebe das nach vorne und kaufe das, checke das Neue dahinter. So, und was für Kosten habe ich im Endeffekt? Ja, bloß das, was ich dann neu kaufe. Und ich habe aber vorne was verbraucht, was mich für den Tag genährt hat. Also die Ausrede, ich kann mir das nicht leisten, ist vollkommener Quatsch. Natürlich, wer natürlich jetzt wirklich am Existenzminimum lebt und gerade so überhaupt froh ist, überhaupt eine Dose für den Tag zu haben, da wird es natürlich schwierig, da gebe ich euch recht. Trotzdem solltet ihr natürlich versuchen, ein bisschen was aufzubauen, weil man sollte immer was im Haus haben. Ne? Gut, ja, ich denke, damit habe ich es eigentlich ganz gut soweit erklärt, was mir jetzt so alles im Kopf rumschwirrt. Schreibt gerne eure Meinung, eure Anregungen in die Kommentare mit dazu. Ich lerne gerne dazu oder wir besser gesagt. Ich denke mal, Dark wird irgendwann auch ein ähnliches Video irgendwann mal hochstellen, was er so, wie er so denkt. Vielleicht hat er auch eine Idee, die ich jetzt nicht habe. Ich hoffe, es gab euch Anregungen und hat euch gefallen das Video. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne ein Abo dalassen und da würden wir uns riesig freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.